Kerzen gegen Hass. Der Tod der Ärztin Lisa Maria Kellermeier nach Morddrohungen von Impfgegnern hat tiefe Betroffenheit ausgelöst. Über Hass im Netz spreche ich mit der Extremismus-Expertin Daniela Grabowatz. Zum vierten Mal berät die Regierung über Lösungen in der Energiekrise. Ein Preisdeckel, wie von Teilen der Opposition verlangt, ist weiter nicht in Sicht. Und Schluss mit Machos. Spanien will Vorzeigeland für Frauenrechte werden. Die Gleichheitsministerin will das Königreich modernisieren. Einen schönen Abend. Willkommen bei der ZIP Nacht. Mit einem Lichtermeer haben am Abend zahlreiche Menschen in Wien, Linz, Wels und Graz der verstorbenen Ärztin Lisa Maria Kellermeier gedacht. Die Oberösterreicherin hatte monatelang Hassbotschaften und Morddrohungen von radikalen Corona-Leugnern bekommen. Am Freitag hat sie sich das Leben genommen. Die Betroffenheit im Land ist groß. Man dürfe ihren Tod nicht einfach so hinnehmen, sagen viele. Die Glocken des Stephansdoms begleiten das Gedenken an die verstorbene Ärztin. Warum die Menschen gekommen sind? Weil es eine Kollegin ist, die ist ziemlich im Stich gelassen worden von den Sicherheitskräften. Und ja, da muss man ein Zeichen setzen. Ich glaube, das ist dieses Gefühl von Hilflosigkeit und dieser Wunsch, in irgendeiner Form Stellung zu nehmen. Weil sie sich auch öffentlich zu Covid-19 geäußert hat, hat Lisa Maria Kellermeier monatelang Morddrohungen von Corona-Leugnern bekommen. Ende Juni hat sie ihre Ordination schließen müssen. Hass und Drohungen gegen Ärzte und Wissenschaftlerinnen im Netz, das muss sich ändern, sind die Menschen am Stephansplatz überzeugt. Dass das Internet kein Freiraum ist für solche Taten, solche Drohungen, auch gegenüber Frauen im Speziellen. Ja, ich glaube, es müssen auch von der Politik Zeichen gesetzt werden, dass es wieder zur Wertschätzung untereinander kommt und auch vor allem zur Wertschätzung von Wissenschaft. Die Mahnwachen in Wien und anderen Städten zeigen den Betroffenen jedenfalls, sie sind nicht allein. Hass im Netz hat durch die Corona-Pandemie massiv zugenommen. Das sagt auch die Leiterin der Antidiskriminierungsstelle in der Steiermark, Daniela Grabowatz, die ich jetzt im Landesstudio in Graz begrüßen darf. Einen schönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend aus Graz. Ja, hat die Corona-Pandemie unsere Gesellschaft radikalisiert? Welche Beobachtungen haben Sie in den letzten 2 Jahren gemacht? Absolut. Die Corona-Pandemie hat gespalten und hat 2 Lager geschaffen, die sozusagen auch Hater hervorbringen und dementsprechend dagegen mobilisiert wird und auch gedroht wird. Auch Lisa Maria Kellermeier hat monatelang Hasspostings bekommen, bis hin zu Morddrohungen. Sie hat auf ihrer Website darüber berichtet. Das ging so weit, dass sie dann sogar ihre Ordination schließen musste. Welche Mechanismen wirken denn auf jemanden ein, dass der schließlich keinen anderen Ausweg mehr sieht? Man muss sich das Internet vorstellen als der Mittelpunkt der Welt auf einmal, wo man am mittelalterlichen Pranger stellt und dort beworfen wird mit Hasspostings, mit Beschimpfungen, Verspottungen etc. Und das Gefühl hat, dass man ganz alleine dort steht, alle zuschauen und alle das abnicken und dadurch auch dieses Ohnmachtgefühl in einem herrscht, auch sozusagen zu glauben, dass es keinen anderen Ausweg mehr gibt. Jetzt steht der Vorwurf im Raum, dass die Behörden, die Polizei, aber auch die Politik Hass im Netz grundsätzlich unterschätzen würden. Wird das Problem zu wenig ernst genommen? Es hat lange Zeit gebraucht, bis sozusagen die Exekutive und die Justiz nachgerüstet haben, gerade in rechtlicher Hinsicht und auch in der Verfolgung. Was man aber merkt, ist, dass die Ressourcenknappheit noch immer herrscht. Das heißt, zu wenig Personal in der Ermittlung tätig sein, um hier auch zugreifen zu können. Aber auch die internationalen Kooperationen fehlen. Das heißt, es gibt zu wenig Anlaufstellen, wo ich mich hinwenden kann, wenn ich selbst jetzt Opfer von Hasspostings werde. Es gibt vielleicht sozusagen zu wenig Anlaufstellen, die sozusagen die Betroffenen wirklich bei der Hand nehmen, beschützen, aber auch mit der Polizei gemeinsam vorgehen und sozusagen die Polizei auch dementsprechende Ressourcen hat, zu ermitteln und sich länger damit zu beschäftigen. Es gehen ja tagtäglich tausende Meldungen ein und dementsprechend schwierig ist es wahrscheinlich auch für die Exekutive zu sichten. Und daher braucht es den Schulterschluss zwischen der Zivilgesellschaft und der Exekutive. Wenn wir jetzt zu den Verfassern gehen, wer sind denn diese Verfasser von Hasspostings? Sind das Einzelpersonen oder sind das Gruppen und welche Gefahr geht von ihnen aus?
Also was wir bemerkt haben seit der Corona-Pandemie, dass das sehr wohl eine Strategie ist, wo das geplant wird, wen man angreift und auch sozusagen, wenn einzelne Täter, Täterinnen das sehen, auf Telegram etc. Heuschrecken nachjagen. Das heißt, jemanden sozusagen preisgeben und sagen, bitte dort noch mehr haten. Und auch die Algorithmen bestätigen, dass sozusagen Hass noch weiter gesät wird und das sozusagen einen Motoreffekt hat. Das heißt sozusagen, dass mehr und mehr wird und nicht aufhört. Was sozusagen die Corona-Pandemie mit sich gebracht hat, ist, dass extremistische Gruppen das sehr gezielt nutzen und diese Emotionen sehr gut ausnutzen. Was können wir oder was müssen wir jetzt alle tun, um von diesem tragischen Tod der Frau Kellermeier zu lernen? So tragisch dieses Ereignis auch ist und wie schlimm, wie berührend auch sozusagen das dargestellt wird, was Hass im Netz anstellen kann, glaube ich, ist es ein Fall, der aufzeigt, wie wichtig es ist, gemeinsam hinzuschauen. Einmal als Familie und Freundeskreis sozusagen auch Mut zuzusprechen, wenn man den Hass im Netz bemerkt, dagegen aufzutreten, zu posten und wenn man sich das nicht traut, der Person, die gerade gehatet wird, die Unterstützung anzubieten. Ich glaube, das wird zu wenig gemacht, weil wir glauben, dass das bald vorbeigeht und dass das nur ein wenigen Menschen betrifft, die sozusagen mit dem eh umgehen können. Gerade Personen, die in der Öffentlichkeit stehen oder sich Öffentlichkeit äußern, merken aber, dass sie allein gelassen werden und nicht ernst genommen werden. Und ich glaube, da sind wir als Gesellschaft gefragt, hier den Mut zuzusprechen, das auszusprechen und nicht dieses Silencing zuzulassen. Vielen Dank für das Gespräch und einen schönen Abend nach Graz. Die Regierungsspitze hat sich heute wieder mit Sozialpartnern, Experten und auch der Opposition getroffen, um über die aktuelle Energiekrise und die Rekordteuerung zu beraten. Zum vierten Mal bereits, wie der grüne Vizekanzler Kogler betont. Klar geworden ist dabei nur, ein einfacher Preisdeckel, wie ihn zum Teil die Opposition fordert, ist nicht in Sicht. Aber die Lage in den Gasspeichern, die hat sich verbessert. Seit heute 6 Uhr früh wird der bisher leere Speicher Haidach im Bundesland Salzburg mit Gas befüllt, sagt die grüne Energieministerin. Und? Wir stehen mit heutigem Stand bei der Reduktion der Abhängigkeit von Russland auf unter 50%. Also wir konnten diese Abhängigkeit auf unter 50% senken. Wir haben gleichzeitig einen Speicherstand von über 50 Terawattstunden. Das entspricht annähernd 55% unseres Jahresverbrauchs. Kinderreiche Familien und WenigverdienerInnen sollen schon bald Erleichterungen spüren, verspricht der Kanzler. Im August startet die doppelte Familienbeihilfe. Der Familienbonus wird erhöht von 1.500 auf 2.000 Euro. Pensionistinnen und Pensionisten können den Absetzbetrag vorziehen um 500 Euro und der Antiteuerungs- und Klimabonus pro Person pro Haushalt im Oktober. Konstruktiv sei der Dialog gewesen, sagt auch die Opposition, die aber gern mehr hätte. Die FPÖ hätte gern Konkreteres zum Preisdeckel gehört, Neos sind hier dagegen. In der Zeit im Bild 2 schlägt die SPÖ-Vorsitzende vor, die CO2-Bepreisung auszusetzen. Ich habe immer schon seit Monaten gesagt, sollten die Preise weiter steigen in diesem Bereich, im Spritbereich, dann ist es eigentlich nicht zumutbar, dass die Menschen durch eine weitere Preiserhöhung, ist gleich CO2-Bepreisung im Herbst, weiter belastet werden. Es schaut so aus, als würden die Preise weiter steigen, weil ja nichts unternommen wird. Also ich bin mindestens für ein Aussetzen bis Ende des Jahres. Tempolimits sollten auf Landesstraßen gesenkt werden und nicht auf Autobahnen, so Randy Wagner. In Österreich gibt es seit heute keine Quarantäne mehr für Corona-Infizierte, sofern sie keine Symptome haben. Sie dürfen mit einer FFP2-Maske fast überall hin, in Niederösterreich und Salzburg auch zur Arbeit und zwar auch in den Krankenhäusern. Die einen finden das fahrlässig, die anderen freuen sich über diese Freiheit. Die Gäste, die kommen, ob die jetzt positiv oder negativ ist, ich kann es nicht mehr kontrollieren. Ich bin selber Unternehmer. Und ich möchte meinen Kunden das nicht zumuten, dass da jetzt ein Kranker, ein Infizierter bei einer Arbeit. Vom Prinzip her liegt das in der Selbstverantwortung des Menschen. Und ich finde das völlig in Ordnung, dass der Mensch jetzt wieder selbst entscheiden kann. In Spanien beginnt eine neue Ära. Das als konservativ verschriene Macho-Land soll zum Vorreiter in Sachen Frauenrechte werden. Dafür kämpft die Gleichheitsministerin. Sie will die Rolle der Frau und der Minderheiten in der Gesellschaft stärken. Und der Premierminister unterstützt sie dabei. Aus Spanien berichtet Josef Manola. Spaniens Premier Pedro Sánchez hat sich zum Feministen erklärt. Frauen überwiegen in seinem Kabinett. Die 34-jährige Gleichberechtigungsministerin Irene Montero will die Legislaturperiode nützen, um Spanien nachhaltig zu verändern.
Als Antwort auf Gruppenvergewaltigungen setzte sich die dreifache Mutter für ein Gesetz ein, das Übergriffe bestraft. Nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Frau darf ein Kontakt erfolgen. Ab jetzt können Gerichte sexuelle Gewalt wesentlich härter bestrafen. Spanien ist ab heute ein freieres und sichereres Land für alle Frauen. Kritik erntete die jüngste Aktion des Frauenministeriums. Auf dem Plakat, das die Diversität weiblicher Körper darstellen sollte, wurden Modelle ungefragt abgebildet. In einem Fall retuschierte man sogar die Beinprothese weg. Das Selbstvertrauen muss in uns selbst entstehen. Es braucht keine Kampagne, damit wir uns in unserem Körper wohlfühlen. Die Ministerin gestand den Fehler ein. Rechtzeitig zum Sommerurlaub hatte man das Selbstvertrauen von Frauen, die nicht dem üblichen Schönheitsideal entsprechen, stärken wollen. Das sei durch einen Fehler der Werbeagentur missglückt. Und wir schauen zum Schluss noch aufs Wetter. Morgen ist es unbeständig, Gewitter drohen vor allem im Süden und Südosten. In Vorarlberg und Tirol sollte es hingegen trocken bleiben. Die Höchstwerte liegen um 29 Grad. Ab Wochenmitte baut sich dann die nächste Hitzewelle auf. Mit zum Teil heftigen Wärmegewittern ist dabei knapp vor dem Wochenende über den Bergen des Westens zu rechnen. Und das war's von uns aus dem Infostudio. Danke, dass Sie zu später Stunde noch mit dabei waren. Noch eine schöne Nacht und bis morgen.